Tja, ich bin noch nicht einen Schritt weiter. Wie kommen wir hier raus? Das war der Fahrstuhl. Von hier sind wir irgendwie gekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin so voller Kuchen und Schokolade. Ich hatte heute einen Kuchen- und Schokoladetag. Und mir ist jetzt ziemlich schlecht. Das hindert mich natürlich nicht daran, spätestens 10 Minuten wieder mit Kuchen und Schokolade anzufangen. Aber ich dachte, ich gebe es mal zu Protokoll. So. Hier oben kam man ja nicht weiter, ne? Oder kam ich hier noch irgendwie weiter? Ich meine, hier ging es nicht weiter. Hier kam nur der Reaktor, der Schalter. Links eine Wand und rechts eine Wand. Hier. Nee, Ende Gelände. Ebenfalls Ende Gelände. Ah, guck mal an. Die kann schnell rutschen. Also wir müssen jetzt echt in jeden Winkel kriechen, weil ich habe ja am letzten Let's Play schon gesucht, wie bescheuert. Und nichts gefunden. Und hier eben auch nicht. Okay, so. Vielleicht hilft uns das ja. Das hilft mir nicht, es verwirrt mich nur. Was ist das denn für ein Kack? Standort, danke. Nach G kommt H. Das ist das Ziel. Wir sind in G. Alles G. Das hat mich nicht weitergebracht. Nach G kommt H. Da hinten ist A. Ja, so viel wissen wir ja auch eigentlich schon. Wir wissen noch nicht, wie wir da hinkommen sollen. Und hier bin ich auch schon lange gekrochen im Schleim. Keine Zeit für mich. Spiel gibt uns aber auch keinen Tipp, ne? Das ist knallhart. Ich meine, ich laufe jetzt hier echt schon länger rum. Und ich kann ja nicht einfach auf alles rein einhauen.
2. Auf zu E3. Eigentlich macht es jetzt auch nicht unbedingt besser. Hau ab. Garrett, Barrett. Okay, 4. Richtig. Auch wenn es jetzt nicht allzu viel bringt, befürchte ich, weil hier war ich ja auch schon. Tja, hier geht es nämlich nicht weiter. Also, so richtig. Wir sind hier in G5. Wo ist denn G6? Ja, da wollte ich nämlich rüber und es ging nicht. Wo ist denn G6 eigentlich? Das sind aber viele Treppen, war ich hier schon mal? Lasst uns noch mal den Weg überprüfen. Wie jetzt noch mal überprüfen? Immerhin passiert mal was Neues. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ja, genau, Barrett. Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja, ach was. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Hm. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Ja, Leute, da, so weit waren wir schon. Sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Da, an der Wand entlang. Götchen, der Wand. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Hm, da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Okay, riesige Lüftungsschächte. Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. Ich komme mir so dumm vor. Wovon reden die? Also ja, ich habe den Ventilator gesehen, aber an was für einer Wand entlang? Ah, G6. Hier war ich noch nicht. Verzieh dich! Okay, immerhin war ich hier noch nicht. Das ist gut. Warte. Nichts verpassen. Lüftungsschacht rechts. Ich habe echt lange gebraucht, um diese Treppen zu finden. Schräg, ich muss immer reingelaufen sein. Verrückt, ne? Aber ich bin auch echt nicht drauf gekommen, mal mich an den Zahlen entlang zu orientieren. Also ist das. Aber meine Ingame-Orientierung ist ja sowieso für den Arsch. Oh, seht mal! Vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Nee, oder? Ich hab keine Angst. Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Immer nur nach vorne. Nicht runtergucken. Da, jetzt hab ich runtergeguckt. Junge, Junge! Bei dem Dröhnen wird man ja taub! Angst gekriegt? Ich doch nicht! Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet! Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf! Ja. Mir nach, Leute! Ja, wow. Ich hab heute so einen Tag, ganz schön zugig hier, was?
bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja. Da geht leider nicht schneller. Schöne kleine Glitzerkugel nicht mitgenommen. Auf die andere Seite geschafft. Ah, der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Wie kann ich das kriegen? Obwohl, höchstens ein paar Sekunden. Wie kann ich das kriegen? Da. Kann ich es irgendwie kriegen? Da ist eins. Ich hätte es gern. Gehen Sie gnadenlos langsam. Da vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein. Welcher Lift? Ich will mir erstmal die Kugel holen. Aber ich darf nicht. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Biggs gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Das finde ich doch nie wieder. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Nee. Die Sonnen, die die Schatten der Slums erhellen, sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Tch, wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Was? Verzieh dich! Wieso schreck ich mich immer so? Ich muss da nicht. Nimm das! Schon wieder angespuckt. Dann. Wenn ich so angespuckt bin, geht's mir nicht gut. Stier. Da, der Schalter. Na dann, Licht aus. Ich denke, ich muss noch zwei ausmachen. Das wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da.
System wird hochgefahren. Oh nein, ich kriege jetzt auch Strom. Warum haben wir den Weg hierher nicht kaputt gemacht? Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Ja, wieso habt ihr es eben nicht verschrottet? Ist euch mal aufgefallen, dass wir immer dasselbe sagen? Abwehrsystem. Unbefugter Zutritt. Die Verteidigung wird eingeleitet. Ist es denn? Oh. Mittelstreckengeschütze. Ein klarer Fall für meinen Einsatz also. Ein Bastard! Verzieh dich! Na? Ja, die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. Die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Toll! Muss unser Glückstag sein! Na gut. Wo ist der nächste Strahler? Ja, besser, wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. Aus beim nächsten Mal. Haben wir ganz schön was abgekriegt. Und Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Die hält mich doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Warum war denn?
Schon sehr cool. Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet. Die Welt braucht nur eine Sonne, die echte. Shinras dreckige Technologie ist kein Ersatz. Das ist wahr. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Dein Einsatz! Roger, ich übernehme! Auf die Zeit! Wie die Sonne verloren. Ventilatoren. Ich schneid's grad nicht. Wir haben die verlaufen. Wo ist sie hin? Komisch, na, wir gehen mal hier weiter. Ich würde mal sagen, gut zu sehen sieht anders aus. Die Sonne. Aber wie kommen wir da hin? So.
rüber. Aber wie? Wo ist der dämliche Fahrstuhl, wenn man ihn braucht? So kann ich das. Wir müssen vorausschauen, Deck. Überlegen, wo wir ankommen. Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Eieiei, das sieht aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Mal sehen, wo ist der letzte Strahler? Da vor uns. Ich kriege ihn irgendwie nicht zu fassen. Da ist der letzte Strahler. Wir müssen da hin. Da. Komm ich da rüber? Zu H5. Zumindest erstmal. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern hier bei mir. Na nun, wieder zurück? Wenn du was vergessen hast, dann mach hinne! Okay. Die Jungs sagen, ich bin hier falsch. Also geht's wieder zurück. Wieso sagt sie hier, wir seien im Kreis gelaufen und wenn ich dann in den Fahrstuhl gehe, werde ich noch mehr angemotzt. Ja, aber eigentlich nur, weil ihr mich in die Irre geführt habt. Ich war doch hier richtig und ihr habt mich verunsichert. Ja, statt zu sagen, hey, wir sind richtig. Die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so gesagt, Sorgen. Wir sind wohl im Kreis gegangen, was? Frechheit. Eine Mogri-Medaille. Was mache ich jetzt damit? Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Ich dachte es mir. Ich glaub, es hackt. Hier ist nicht schlimm. Ja,
aber echt. So wird das nichts. Noch bin ich am Leben. Also, das ist ja jetzt doch ein bisschen doller, als ich dachte. Was soll das? So haben wir nicht gewettet. Au! Gehauen hätte. So, ich finde niemals alle wieder Strahler eins sind zurück. Aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. So, hier, da hast Süßen. Du recht. Zum Glück bist du für Wedge eingesprungen, Cloud. Ich werde jetzt mal speichern, weil sonst wären wir gleich getrennt vom Universum. Aber ich hole euch im nächsten Let's Play genau hier wieder ab. Ich verspreche es, ich freue mich auf euch. Bis bald.